Stein sollte ich, glaube ich, noch mehr als genug haben. Hoffe ich. Ich meine, sicher bin ich mir jetzt nicht, aber... Sollte. Komm. Da ist ein Aquamarin drin. Ich hoffe, ein kleiner. Nee, ist großer. Okay. Gut. Dann schaue ich einmal. Damit sind es 31. Eisenbarren 10. Nee. 30. Damit haben wir die 50 voll. Gut, dass ich vorhin nichts dergleichen hergestellt habe. Mist. 6 nur. Okay, ich muss noch mehr Eisen sammeln. Mehr Eisen. Ja, um die Kürbisse kann ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Ich will Vajana das Ding dann noch fertig kriegen. Na gut, dann haben wir nicht alles fertig, aber einen großen Teil. Die Tiere hole ich mir dann auch irgendwann anders. Wie gesagt, gerade haben erstmal die Quests so ein bisschen Priorität. Ich könnte halt höchstens gucken, wie weit wir am Dienstag kommen. Weil ich da dann halt Life is Strange auch nochmal in die Ecke packe. Wir uns dann mit Disney ein bisschen vorbereiten. Mal gucken. So, ich hoffe, ich kann jetzt die letzten 4 Eisenbarren herstellen. Nein! Genau, einer fehlt noch. Eisen sollte ich doch, glaube ich, auch vorher anders noch herkriegen, ne? Ja. Aber warum... Was fehlt denn beim Sammeln noch? Das Ding fehlt noch. Stimmt, warte mal. Geh mal kurz hier hin. Das sind die großen. Da komme ich gar nicht hin. Warte mal, komme ich von hinten ran? Hier ist nämlich auch noch nichts gespawnt. Nämlich hier oben noch nicht. Ah, nee. Komme ich leider auch noch nicht ran. Schade.
Ich glaube, jetzt könnte ich sogar den letzten herstellen. Ist das ein Hin und Her? Weil ich habe jetzt ja nur noch eine halbe Stunde. Knapp. Danach ist sie, oder? Dann spielen wir ja wieder was anderes. Mist. Einer fehlt noch. Ah. Wie kann man unnötig Zeit verplempern? Genau so. Dachte, man braucht 4. Ja, klar. Alles kriege ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen Sachen hin sind. Wie viel habe ich immer noch? 5, okay. 4. Sammeln. Okay. Wenn mich jemand sucht, ich liege eine Runde auf der Couch. Mach das, Kitty. Lieg für mich mit. Warte mal. Was war das jetzt? Sammeln. Vergessenes Land auch, das ist gut. Webe nicht. Mann, ich brauche Eisenerz. Was, diese Erzklumpen? Liegt ja doch nicht mal einer auf dem Boden. Okay, ich glaube, hier finde ich ja weniger ein. Aber hier. Wir sind wieder gespawnt. So. Friedliche Wiese. Danach kann ich in Vajanas Reich. Huch. Nein, das wollte ich gerade nicht. Das wollte ich. Ich habe die Arme verklickt. In den Muscheln. Einmal. Zweimal. Ah, nee, das war nur eine Blume. Ach, da hinten. Oh, ein Ehrenplatz.
In der B Werkbank wahrscheinlich, ne? Wir haben den hier nicht rein, hat die Toilettenmänner bestellt. Oh Gott. Hilfe. Hat er mich erschreckt. Die 83 zum Mitnehmen. Oh, ich hier. Hier. Oh, oh mein Gott. Er ist ein Pervers. Ja. Alter, mit kleinen Häppchen. Ja. Ja. Wie schmeckt's? Geil. Heiß. Danke. Ja, ich hatte da vorher noch ein Krümel drin. Vorher, ja. Die kann man essen. Die ist schön weich. Wie lange ist mein Schatz noch wach? Okay. Wahrscheinlich schläfst du direkt ein. Das kann sein. Soll ich dann hochkommen nochmal und gute Nacht sagen? Ja, kannst du tun. Okay. Okay, das passt. Dann, bevor ich mit Sio da loslege. Jo. Halb. Also kurz nach halb. Ich dich auch. Ja, essen. Lecker. Ich liebe Warm-Kalt-Platte. Also, ich hab jetzt nicht. Warte mal. Ihr habt da was vergessen. Ehrenplatz. Oh, geil. In der Nähe meines Hauses. Sprich mit Vajana. Wo ist Vajana? Ah, da. Direkt hinter mir. Hallo! Ist alles bereit? Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Lege die Anführerscherben auf den Ehrenplatz. Toll, lass uns später reden. Yay. Gut, dann haben wir Vajana wenigstens auch fertig. Oje. Okay. Oh, ich habe da eine Idee. Lass mich hier weg. Vajana, bleib stehen. Nein. Madame. Stehen bleiben. Vajana. Oh Gott. Wow, das fühlt sich wirklich wichtig an. Moment, hast du das gesehen? Eine neue Konstellation ist am Himmel erschienen. Denker steht für das, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Für unsere Vorbildfunktion, das ist großartig. Hier, ich möchte dir etwas zur Feier des Tages schenken. Juhu, wir haben das Kleid. Und um für weitere Abenteuer in der Zukunft gewappnet zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Smile. Jetzt brauche ich einmal die Schuhe. Und wo ist es da? Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott. Voll toll.
Ah, da. Gut. Ja, wie gesagt, das hier ist halt leider verbuggt. Ich weiß nicht, Christos müsste eigentlich auch bald fertig sein. Eigentlich. Oh Gott. Wieso schäumt diese Apfelschorle so? Aber gut. Zitrone, Knoblauch, Zwiebeln. Würden wir auch noch hinkriegen. Wenn ich halt wüsste, ne? Also sie wäre quasi bald fertig und sie, wenn ich sie schneller leveln würde. Ich glaube, sie halt auch, ne? Okay. Hier holen wir jetzt mal die Sachen für. Zitronen. Das kann wieder zurück. Knoblauch. Das kann erstmal alles da wieder rein. Ja, so sortiert ist das hier gerade nicht mehr. Und Zwiebeln. Zwiebeln habe ich drin. Und einmal nach oben. Hallo, meine Pflanzen. Warum gut mit Pflanzen? Nein. 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 Ja. So, bringe ihr dann die Zutaten. Und meine Käsebrezel jetzt nicht logischerweise als letztes. Ich liebe nämlich Käse und Brezeln. In Kombination. Okay, jetzt brauchen wir aber tatsächlich nur noch. Ihn haben wir. Wally müssen wir fertig machen. Maui. Vaiana haben wir. Remy haben wir. Müssen wir fertig machen. Anna. Anna, Christoph. Okay. Haben wir fertig. Haben wir fertig. Haben wir fertig. Haben wir fertig. Und Mini. Also von hier unten halt nur noch eine. Hallo. Und hat Erik erstmal freischalten. Hallo du. Hi. Huch. Und das ist perfekt. Und diese Zutaten sollten gut sein. Nun zum Zusammenmischen. Fertig, es ist genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Weißt du, ich fange schon an, mich ein bisschen mehr zu Hause zu fühlen. Jetzt brauchen wir neben Löwenzahnsirup, Weizen und Butter auch noch einen Fisch. Ich erinnere mich, dass wir früher einen besonderen Fisch benutzt haben. Einen Glitzerhering, der nur an Regentagen auf der Lichtung des Vertrauens auftaucht. Ernsthaft? Glaubst du, du könntest einen von ihm finden? Oh, und hier ist der Löwenzahnsirup, den wir zusammen gemacht haben. Ich lasse ihn zur Aufbewahrung bei dir. Nur an Regentagen, hä?
Willst du mich verarschen? Mhm. Also, ich muss den Regen abwarten. Gut. Also bei Christoph weitermachen. Was soll denn allein deswegen fehlen, weil ich die Aquamarine brauche? Okay, wir machen bei Maui weiter. Weil da brauche ich Weichholz und Fasern. Weichholz und Fasern habe ich. Vielleicht die Frage, wie viel? Achso. Die restlichen kann ich auch mal einpacken. Und Fasern. Fasern habe ich mehr als genug, glaube ich. Einmal. Sagt sie, sie hat mehr als genug. Und das hat sie auch. Nein, ich brauche 30 Scherze. Stelle Drachen her. 3 Stück. Zeige Maui die Drachen. Mhm. Er tun mal wieder im Restaurant rum. Nice. Hi. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Jetzt bringen die Drachen einigen Dorfbewohnern. Ich habe Goofy, dem alten Mann mit dem spitzen Hut und der kleinen röhrenden Box Wally gesagt, dass ich ihn Drachen baue. Wäre also toll, wenn du sie ausliefern könntest. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass sie von mir, uns sind. Okay, okay. Bis bald. Ja. Nummer uno. Da bist du ja. Was haben wir denn hier? Ein Geschenk? Aha, ein Drachen. Weißt du, das hier ist einer der frühesten Hinweise auf unseren Wunsch zu fliegen. Ein wunderbares Lehrmittel für eine Vielzahl von Physikkonzepten. Was für ein Spaß, danke. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Mhm. So, Merlin habe ich. Wally und Goofy. Goofy rennt da gerade weg. Sag mal, Goofy! Bleibst du mal stehen? Ich renne dir doch nicht hinterher. Warte jetzt, bis du irgendwann mal stehen bleibst. Ich weiß, jetzt geht er. Jetzt gieße ich hier erstmal. Jetzt hat er selbst Pech. So, hi. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich auch. Schön, dich zu sehen. Hui, ein Drache für mich. So ein geniales Geschenk. Ich habe einen Drachen gesucht. Jetzt kann ich ihn dafür benutzen, einen anderen Drachen aus dem Baum zu lösen. Danke, Freundin. Und jetzt Wally. Der nach da oben unterwegs ist. Wo ist er hin? Ich dachte gerade schon. Hallo, Wally. Hier ist ein Drachen. Oh, oh, Wally. Weißt du, wie man ihn fliegen lässt? Schön, dass es dir gefällt. Hier zu Maui zurück. Hm. Hi. Oh, hey. Haben sich alle über ihre Geschenke gefreut? Was sage ich da? Natürlich haben sie das. Sie sind ja von mir. Maui, Halbgott des Windes und des Meeres, Spender von Drachen, also an einem Tag.
Hey, du hast mir einen Gefallen getan, Kumpelchen. Ich danke dir. Oh, mir ist noch etwas über die Insel eingefallen. Es gab noch mehr. Vor allem der direkt vor der Küste, hinter der Insel, mit dem Totenkopf aus Felsen, war größer als jetzt. Ich erinnere mich auch, dass es auf dieser Insel einmal etwas Wichtiges gab. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Wir sollten uns das ansehen. Inseln aus dem Meer zu ziehen ist eine meiner größten Erfolge. Folge mir, ich zeig dir, wovon ich spreche. Oh ja. Du bist wirklich der Knüller-Zwerg. Muss so ein bisschen die Uhrzeit im Blick halten. Du bist hier. Gut. Okay, dort war die Insel also einmal. Mhm. Es gibt definitiv noch etwas auf dem Grund des Ozeans. Versuche es herauszufischen. Okay. Ich bin raus. Gut. Moment, da hier. Das ist ja meistens das, wo das Gold leuchtet. Stein. Maui hat es war also etwas da unten. Aber was ist das? Okay, das kommt mir seltsam bekannt vor. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber es muss wichtig sein. Ich werde versuchen, es herauszufinden. Wenn ich es schaffe, lasse ich es nicht wissen. Schön. Hoch. Aufgaben. Freundschaften aufwerten. Hi. Erinnerst du dich an das Ding, das wir gefunden haben? Den Kalkstein? Darin befindet sich etwas. Ich kann es fühlen. Es sprüht vor Kraft. Sehen wir es uns an. Okay, wir müssen diesen Stein vorsichtig öffnen, ohne den Inhalt zu zerstören. Ich habe noch ein paar Steinschaber übrig, mit denen ich deine Spitzhacke verbessert habe. Sie sollten helfen, die Verkrustung vom Kalkstein zu entfernen. Nett. Okay, bis bald. Jetzt will ich was gucken. Okay, das wäre auch Mauis letzter Auftrag. Oh, den kriege ich nur heute wahrscheinlich nicht mehr fertig, leider. Gut, also abgesehen von Wally, der ja wie gesagt verbuggt ist, wären es dann nur noch Minnie, Christoph, Elsa, Gothel, Ariel und Ursula. Gut, und dann halt irgendwann Erik. Ja, also alle kriegen wir zum Patch nicht hin. Zum Update. Leider. Ein bisschen was haben wir wenigstens schon. Verkrustung vom Kalkstein. Ah, an meiner Werkbank. Alles klar. Ja, wahrscheinlich machen wir dann am Dienstag einfach einen reinen Disney-Stream wieder. Bereiten da quasi alles vor. So. Zeige Maui die Scherbe.
so lange gedauert? Also, Edaria, was hast du gefunden? Es war eine Scherbe, die mit Kalk bedeckt war. Sieh her. Eine Scherbe? Okay, so langsam erinnere ich mich wieder. Ja, auf dieser verlorenen Insel erschuf die Herrscherin das Herz von Dreamlight Valley. Wurde erschaffen, um die Burg und das Tal vor Flüchen zu schützen. Hört zumindest die Flüche abzuschwächen. Das Herz von Dreamlight Valley befand sich in der Hand der Statue im obersten Stockwerk des Schlosses. Das muss während des Vergessens zerbrochen sein und dieser Teil fiel auf dem Grund des Meeres. Wir sollten uns den Brunnen oben auf dem Schloss ansehen. Vielleicht ist die andere Hälfte des Herzens von Dreamlight Valley dort irgendwo. Behalte die erste Hälfte erst einmal. Danke, Zwerg. Was ist dahin jetzt? Oben auf dem Schloss. Meint er jetzt im Schloss? Ja, ne? Ich weiß es, das will ich gar nicht. Naja, hier ist ein Brunnen. Oh, hier. Oh, hey. Du hast die andere Hälfte gefunden. Gut gemacht. Natürlich ist das Herz von Dreamlight Valley immer noch zerbrochen. Hast du eine Idee? Oh Gott. Wir sollten es reparieren. Ja, einfache Reparaturen werden nicht ausreichen, um das Herz von Dreamlight Valley zu retten. Stimmt, ich bin ein toller Halbgott, aber ich denke, das ist etwas für Merlin. Du bist wirklich der Knüller-Zwerg. So, ich mache aber gleich einmal aus. Geh dann einmal kurz hoch. Sag frisches Gute Nacht. Und ja. Aber ich werde vorher die Kürbisse einmal gießen. Weil, wie gesagt, den Rest schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Aber wir haben zwei Charaktere wieder fertig gekriegt. Eine auf 10 gekriegt. Die anderen mit den Quests fertig. Maui kriegen wir auf jeden Fall am Dienstag fertig. Vielleicht dann noch ein paar der anderen noch. Ich versuche auf jeden Fall zum Morgen noch mal ein bisschen zu farben hier. Und dann das. Ja. Hallo Pua. Ich meine, wenn wir nicht alles komplett schaffen, ist es dann halt so. Jetzt ist ja keiner. Aber ich hätte es halt gern geschafft, bevor Scar da ist. So. Dieser Ort hier ist der Knüller. Wunderbar. So, alles gegossen. Dann speichere ich aber noch fix. Dann einmal Spiel verlassen.